Union Weibern hat also keine guten Erinnerungen an Meckenhofen. Daher wollte man Fehler des letzten Spiels tunlichst vermeiden. Markus Rader richtet in Erwartung eines Freistoßes die Mauer ein. Bernhard Landauer wird schießen. Er trägt den Ball schön an, Rader ist dort, bekommt die Situation aber nicht unter Kontrolle und so liegt Union Weibern bereits in der 5. Minute mit 0:1 voran. Weiberns Kapitän hat hier gehörige Mithilfe von Meckenhofens Schlussmann bekommen. Dann Einwurf für die Gäste. Gesswagner gibt herein in den Strafraum und Martin Wastelbauer vollstreckt zum 0:2. Rader ist hier machtlos. Es sind erst 8 Minuten gespielt. Meckenhofen tut sich verständlicherweise schwer, diesen Doppelschlag zu verdauen. Wastelbauer erhält schon die nächste Gelegenheit, aber dieses Mal geht er leer aus. Blau-Weiß ist weiterhin tonangebend. Landauer zu 2 Müller und Erdal Cil vergibt aus nächster Nähe. Nach einer halben Stunde agieren die Gastgeber erstmals nennenswert vor dem gegnerischen Tor. Klingelmeier läuft an, aber Fink steht sicher. Nochmals Freistoß, nun von links. Fink kann nur kurz abwehren, aber es ist niemand da, um nachzusetzen. Nach gut 40 Minuten läuft Wastelbauer nochmals Sturm. Er schießt selbst und trifft nur Aluminium. Zur Pause weist das wenig erfreute Meckenhofener Publikum seine Mannschaft mit 0:2 in Rückstand. Wirklich gefährlich ist die Heimmannschaft an diesem Tag nur aus Standardsituationen. Gerald Baumgartner führt den Freistoß aus und er hat Pech. Er trifft nur die Stange. Das war die beste Möglichkeit für die Gastgeber. Union Weibern fällt in der 2. Halbzeit zwar zurück, in der 88. Minute ergibt sich aber noch eine gute Chance für 2 Müller. Zunächst spielen Gattinger und Wastelbauer Doppelpass, 2 Müller vollendet. Aufgrund einer starken ersten Spielhälfte siegt Union Weibern bei Union Meckenhofen mit 3:0. Ihre Mannschaft war in der ersten Halbzeit klar dominierend, auch die Führung war natürlich verdient. Warum hat man sich in der 2. Halbzeit so zurückfallen lassen? Ja, möglicherweise haben wir noch Erinnerungen an das letzte Jahr gehabt. Wir haben auch da 2-0 geführt zur Pause und haben letzten Endes 5:3 verloren. Das steckt immer noch in den Köpfen, deswegen sind wir, glaube ich, auch weniger gut aus den Startlöchern gekommen heuer. Aber glücklicherweise hat Meckenhofen den Ungarn nicht mehr. Freistoßmöglichkeiten waren da. Man hat gesehen, dass die jungen Burschen von Meckenhofen, denen er ein Kompliment aussprechen muss, noch gedruckt haben und versucht haben, das Spiel noch umzudrehen. Glücklicherweise haben wir kurz vor Schluss dann das 3-0 noch erzielt und somit, glaube ich, einen verdienten Sieg gelandet. Ja, es war so, wie wir es erwartet haben, dass Weibern ganz stark kommt. Wir waren eigentlich darauf vorbereitet, aber es hat dann einfach nicht funktioniert. Sie haben uns ja vor allem in der ersten halben Stunde einfach überrennt, kann man sagen. Und unsere Mannschaft ist einfach nicht dazugekommen, dass sie den Ball nochmal beruhigt in der Mannschaft halt. Und so ist es einfach gewesen, dass wir immer nur Zweiter waren.